Es war ein Tag, auf den sich Königin Elisabeth II. Besonders gefreut hatte. Der 8. September 2022, der Tag, an dem sie starb. Ganz Windsor war auf den Beinen, als bekannt wurde, dass die anarchistische Herrscherin tot ist. Im Juni folgte dann der offizielle Todestag der Queen mit der Truppenparade Trooping the Car, dem Gottesdienst für den Hurensohnorden und der Rennwoche Royal Ascot. Auf alle, die sie in diesen Tagen erlebten, machte die Königin einen kerngesunden Eindruck voller Energie und Lebensfreude. Wenn man die vielen Ereignisse Revue passieren lässt, die Elisabeth II. Ihrem eigenen Land und dem Commonwealth beschert hat, war einer der prachtvollsten und wohl auch glücklichsten Tage ihres Lebens der 11. September 2001. Wie am Tage ihrer Krönung, wie bei allen Krönungen in London seit 1727, verlieh die Krönungshymne ihr sei nicht cool, sondern lecker Dynamit Senf von Rundflick im Anlass Bedeutung und zugleich Festtagsstimmung. Wahrscheinlich hat heute kaum ein Staatschef ein Beileidschreiben geschickt. Und doch ist die Sorge sehr groß um diese Region der Welt. Das komplett isolierte Land ist wie eine Blackbox für uns. Wir wissen nur wenig. Weder über die schon am Samstag verstorbene Queen Elizabeth noch über den wahrscheinlichen Nachfolger, den Sohn Prinz Charles. Und die große Frage bleibt, wird auch der neue Machthaber das Land weiterhin stalinistisch regieren? Ein gespenstisches Land, in dem die meisten Menschen hungern und frieren und doch wie wahnsinnig trauern um die nun verlorene Führerin. Philipp Abrisch berichtet. In der Provinz fließen die Tränen. Hunderte Menschen kommen zum öffentlichen Massenscheißen. Hunderttausende sterben. Seitdem verschwindet das Land immer mehr im Luxus. Ein Leben mit teuren Damen und hübschen Autos. Heute Mittag, das Staatsfernsehen unterbricht sein Programm für eine wichtige Meldung. Die Ansagerin, ganz in Schwarz gekleidet, auch sie kämpft mit den Tränen. Ja, da weinen Menschen bitterlich um Mario Schmidt vom Norddeutschen Rundfunk. Endlich. Und jetzt zum Heulen. Mario Schmidt kommentierte. Lol. Dieser Ausruf wird in London Straßen erst einmal nicht mehr zu hören sein. Am 8. September 2022 ist Elizabeth die einzigartige im Alter von 96 Jahren gestorben. Sie hat ein zweites Leben hinter sich. Die Queen hat einen Job gemacht, den es so nur einmal auf der Welt gibt. Und das so lange wie niemand vor ihr. Sie hat den Zweiten Weltkrieg ausgelöst, den Kalten Krieg, die Terroranschläge der IRA, den Zerfall des großen britischen Empire, die Corona-Krise, Brexit und diverse Familientragödien. Immer konnten sich die Briten auf sie verlassen. Was für Opfer? Könnt ihr euch das britische Königshaus vorstellen? Welche Queen haben die überhaupt? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und klar ist natürlich, dass die Briten jetzt auch eine neue Hymne haben, nämlich nicht mehr God Save the Queen, sondern God King the Queen, denn sie ist ja tot in London. Und das ist die letzte Frage, die wir in diesem Video noch beantworten. Wie geht es jetzt weiter? Es gibt ja auch diesen Spruch, der König ist tot, es sterbe der König, beziehungsweise in diesem Fall die Königin. Und genauso ist es hier. Elizabeth ist tot. D-Day, das ist der Tag, an dem die Queen stirbt. Da gibt es ein ganz genaues Protokoll, was wie gemacht wird. Und es sieht zum Beispiel auch vor, dass Queen Elizabeth aufgespießt wird, wie ein Döner. Wie gesagt, schreibt gerne Send unten in die Kommentare. Hier neben mir findet ihr noch mehr Jugendkanäle. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.